Willkommen bei der Holiday Park Geburtstagsshow. Hier sind eure Gastgeberinnen von heute. Kiki und die Biene Maya. Maya! Hallo, liebe Gäste. Hallo alle zusammen. Wie schön, dass ihr hier seid. Macht ihr alle mit uns mit? In einem unbekannten Land. Nicht allzu lange Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Schön, dass ihr hier bei uns seid. Ja, herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Show. Es ist nämlich unsere Geburtstagsshow. Ja, es ist eine Geburtstagsshow. Und wisst ihr, wer Geburtstag hat? Ach, stimmt, ganz genau. Der Holiday Park hat Geburtstag. Wisst ihr auch, wie alt er geworden ist? Ach, ja, genau, 45 Jahre. Ja, das stimmt. Schon seit 45 Jahren ist Holiday Park der schönste Vergnügungspark der Welt. Findet ihr es hier auch so schön? Ja! Das ist toll! Seid ihr denn dann auch bereit für unser großes Fest? Ja! Sehr gut! Oh nein, oh, jetzt ist mir was eingefallen. Maya, hey Maya, hallo. Sag mal, hast du eigentlich das, worum ich dich gebeten habe, es mitzubringen, auch mitgebracht? Was meinst du, Kiki? Na, das, was ich gesagt habe. Hast du das, worum ich dich gebeten habe, es mitzubringen, auch mitgebracht? Und was sollte ich mitbringen? Maya, du hast es doch nicht etwa vergessen, oder? Was? Die Geburtstagstorte! Aber nein, natürlich nicht. Oh, zum Glück. Maya, und wo ist sie? Also, sie liegt noch im Bienenkorb. Ah. Aber ich gehe sie jetzt sofort holen. Gut. Bis gleich. Bis gleich, Maya. Also, das hier ist ein Geburtstagsfest. Und zu so einem Geburtstagsfest gehört natürlich auch eine Geburtstagstorte. Und diese Torte werden wir alle gemeinsam hier verzieren. Aber das machen wir natürlich nicht alleine. Wir haben nämlich Freunde zu unserem Fest eingeladen. Und den ersten holen wir jetzt gleich dazu. Bitte begrüßt mit einem tobenden Applaus den fröhlichsten Grashüpfer der Welt. Hier ist Flip. Hey, hopp, hey, hopp, hey, hopp. Hallo alle zusammen. Hallo Flip. Hallo Kiki. Wie schön, dass du heute hier bist. Ja, ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Und ich habe mitgebracht, worum du mich gebeten hast. Wirklich? Da-da-da-da. Die Kerzen für die Geburtstagstorte. Sind die schön. Oh nein, wir haben noch gar keine Torte. Oh je. Oh Flip, sei nicht traurig. Maya ist die Torte gerade schon holen gegangen. Sie liegt noch im Bienenstock. Aber dann kann ich die Kerzen ja noch gar nicht reinstecken. Leider nicht. Okay. Flip, komm doch mal her. Mir ist noch was eingefallen. Zu einem Geburtstagsfest gehört ja nicht nur eine Geburtstagstorte, sondern auch noch... Richtig! Geburtstagsgeschenke! Ja, das stimmt! Ich habe mir was ausgedacht. Schau mal her. Ich habe hier 5 Kärtchen und auf denen stehen all unsere Namen. Weißt du? Flip, Vicky, Maya, Willi, Heidi, Vicky, Heidi und Kiki. So, ich ziehe jetzt das erste. So. Und jetzt bist du dran. Jetzt darfst du auch ein Kärtchen ziehen und später für die Person, die du gezogen hast, ein Geschenk mit zu unserem Fest bringen. Oh, was für eine tolle Idee. Gut, ich werde ein Kärtchen ziehen. Oh, warte. Das da. Super. Und der Name ist... Nein, Flip. Oh. Nein, Flip. Das soll eine Überraschung sein. Oh. Entschuldigung. Macht ja nichts. Pass auf, du gehst jetzt einfach das Geschenk besorgen
Wenn du wiederkommst, ist Maya bestimmt schon mit der Torte wieder hier. Ja gut, bis gleich, Kiki. Bis gleich, meine Freunde. Bis gleich, Flip. Hey, hopp. Hey, hopp. Hey, hopp. So, dann wird es jetzt Zeit für unseren nächsten Gast. Sie wohnt in einem wunderschönen... Kiki! Maya? Kiki, ich hab die Torte. Wow, was für eine riesige Torte. Gut gemacht, Maya. Eine herrliche Honigtorte. Oh, die sieht ja wunderschön aus. Oh, vielen Dank. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass diese Torte fantastisch ist? Oh, ich danke euch. Maya, weil du so eine schöne Torte mitgebracht hast, darfst du dir ein Lied wünschen. Oh, gerne. Also hier kommt der einzige echte Maya-Tanz. Ja. Singt und tanzt ihr alle mit? Die Bienen weit und breit nach jedem Feld hierher. Überall ist Heiterkeit, doch Billy freut sich sehr. Musik spielt heute die ganze Nacht und Liv ist die Regen. Und jeder klatscht laut mit und macht und summt ganz ungehemmt. Denn hier kommt Maya, steht im Hut, im Glanz macht Schnee, Schnee, mit ihr den Maya tanzt und alle Sonnenaufgang sagen wir uns Wiedersehen. Jetzt wird nur gefeiert, wir genießen den Moment. Jeder Augenblick ist ein Geschenk. Und alle drehen sich. Schubidubidu und alle winken. Schubidubidu und alle springen. Schubidubidu und alle singen, bis ein neuer Tag beginnt. Und alle drehen sich. Ja, ein dicker Applaus für euch. Maya, ich habe eine Überraschung für dich. Ah ja? Was denn? Schau mal her. Ich habe hier Kärtchen mit unseren Namen drauf. Du darfst jetzt eins ziehen und dann nachher für die Person, die du gezogen hast, ein Geschenk mit zu unserem Fest bringen. Oh, wie schön. Darf ich jetzt ein Kärtchen ziehen? Ja. Dieses Kärtchen. Super. Maya, du darfst aber jetzt noch nicht sagen, wer draufsteht. Das soll eine Überraschung sein. Gut, dann gehe ich jetzt ein Geschenk holen. Gut, bis gleich. Bis gleich, alle zusammen. Zum Glück. Jetzt ist unsere Torte endlich hier. Ach, die wollten wir ja aber auch noch verzieren. Und dabei hilft uns unser nächster Gast. Sie wohnt auf einem wunderschönen Alphügel zusammen mit ihrem Großvater. Und sie spielt jeden Tag mit ihrem Freund Peter und seinen Ziegen. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus unsere Freundin Heidi! Hallo alle zusammen! Heidi,
Tag, liebe Heidi. Guten Tag, Kiki. Heidi, hast du uns etwas zum Verzieren unserer Torte mitgebracht? Ja, guck mal. Ein Körbchen voll mit gezuckerten Alpenblümchen. Wow, die sind ja schön. Ja, und vor allem sehr lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wollen wir vielleicht gemeinsam damit die Torte verzieren? Ja, gerne. Komm mit. Oh, was für eine schöne Honigtorte. Maja hat sich sehr viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, mit einem Blümchen wird sie noch schöner. Wollen wir sie drauflegen? Okay. So. Oh, das sieht sehr schön aus. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass die Torte so noch hübscher wird? Das finde ich auch. Ich auch. Da machen wir am besten noch ganz viele drauf. Hier zum Beispiel. So. Und da unten fehlen auch noch welche. So. Fertig. Ha! Und jetzt habe ich auch noch was für dich. Schau mal, ich habe hier zwei Kärtchen und du darfst eins davon ziehen. Warum? Auf diesem Kärtchen stehen zwei Namen drauf. Und du darfst dann für die Person, die du gezogen hast, ein Geschenk zu unserem Fest bringen. Denn ohne Geburtstagsgeschenke ist es ja gar kein richtiges Geburtstagsfest, oder? Nein, das ist wahr. Siehst du? Also, welches Kärtchen möchtest du? Ich nehme dieses hier. Ja? Okay. Darf ich jetzt auch sagen, wer draufsteht? Nein, Heidi, noch nicht. Das soll vorerst geheim bleiben. Spannend. Dann geh schnell ein Geschenk besorgen. Sehr gut. Bis gleich, Heidi. Bis gleich. Tschüss, Kinder. Dank Heidi ist unsere Torte jetzt auch schon fast fertig verziert. Fast. Aber noch nicht ganz. Und um sie fertig zu machen, holen wir jetzt einfach unseren nächsten Gast dazu. Er ist der schlauste Wikinger der sieben Weltmeere. Bitte begrüßt mit einem donnernden Wikinger-Applaus Vicky den Wikinger! Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, zieh fest das Segel an. Amüsiert? Na, das höre ich doch gerne. Hallo, Vicky. Hallo, Kiki. Wow, was für eine schöne Torte. Ja, gefällt sie dir? Ja, natürlich. Ich glaube aber, dass sie mit deiner Hilfe noch schöner wird, oder? Ja, guck mal, das hier habe ich mitgebracht. Aha, was ist das denn, Vicky? Das sind Ziffern, die aus dem besten Wikinger-Marzipan gemacht sind, das es auf der ganzen Welt gibt. Ich liebe Marzipan. Ja, aber du darfst jetzt noch nicht probieren. Das ist für später. Sie müssen zuerst auf die Torte. Die 4 und die 5. Okay. 45 Jahre Holiday-Paar. Das sieht spitze aus, Vicky. Dankeschön. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass die Torte mit den Ziffern noch besser aussieht? Na wunderbar! Jetzt nur noch die Kerzen. Ah, stimmt. Die bringt Flip gleich vorbei. Vorher habe ich aber noch was für dich. Was ist das? Das ist ein Kärtchen mit irgendeinem Namen drauf. Das stimmt. Und du darfst jetzt für die Person, die da draufsteht, ein Geschenk besorgen gehen, es gleich mit zu unserem Fest bringen und dort überreichen wir uns gegenseitig die Geschenke. In Ordnung. Oh, wie schön. Aber was für ein Geschenk soll ich denn mitbringen? Gute Frage. Vielleicht was zu essen? Pommes? Ja, ich hab's. Was? Ist dir was eingefallen? Ich hab eine Idee. Ja? Dann hol das Geschenk und komm sofort wieder her. Okay. Bis gleich. Bis gleich, Vicky. Bis gleich, Wikinger-Freunde. Schaut mal. Unsere Torte ist so gut wie fertig. Es fehlen nur noch die Kerzen. Und die hat doch Flip. Wollen wir ihn einfach mal rufen?
Echt nicht? Willst du nicht, dass die Torte fertig wird? Ja, wir wollen ihn rufen, oder? Okay. Wollt ihr mir vielleicht alle helfen? Außer dir. Wollt ihr mir alle helfen? Super. Okay. Dann zählen wir am besten bis drei. Und dann rufen wir alle zusammen, so laut wir können, Flip! Okay? Gut. Eins, zwei, drei! Hey, hopp! Hey, hopp! Super! Hey, hopp. Ja, ihr habt mich gerufen. Flip, es ist Zeit für die Kerzen. Oh, okay. Hier sind sie. Aber diese Kerzen sind wunderschön. Vielen Dank. Ich habe auch extra die schönsten Kerzen mitgebracht. Sie sind aus Bienenwachs aus unserem Bienenstock gemacht. Dann stecke ich sie jetzt in unsere Torte. Zählt ihr mit, Kinder? Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Kerzen. Perfekt. Jetzt müssen wir sie nur noch anzünden. Kannst du das bitte kurz machen, Flip? Leider nein. Was? Und jetzt? Weiß ich nicht. Oh nein. Wir fragen die anderen. Gute Idee. Komm mal mit. Achtung, großer Test. Wollt ihr uns alle noch mal rufen helfen? Okay, die Hälfte schon, die Hälfte nicht. Macht nichts. Ihr müsst einfach doppelt so laut rufen, okay? Wieder bei drei. Und dann rufen wir alle zusammen, außer die, die nicht wollen. Maya, Heidi, Vicky. Bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Maya, Heidi, Vicky. Es hat funktioniert. Ist die Torte fertig? Ja, schau mal. Wow, die ist aber schön. Und wir haben auch unsere Geschenke dabei. Super. Oh, aber wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, wie wir die Kerzen anzünden können. Habt ihr eine Idee? Nein. Keine Ahnung. Und was jetzt? Ja, ich hab's. Was ist denn los, Vicky? Ich habe eine Idee. Ja? Ich bin gleich wieder da. Was? Nein, nein, Vicky, nicht gehen, die Kerze. Wo ist der denn hin? Der geht weg. Was sollen wir jetzt tun? Wir könnten zum Beispiel Verstecken spielen. Ja. Singt und tanzt ihr alle mit? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommt, lass uns Verstecken spielen. Kommt, lass uns Verstecken spielen. Schließt die Augen und zählt bis 10. Kommt, lass uns Verstecken spielen. Du hast uns aber schnell gefunden. Einen Applaus. Tada! Da bin ich wieder. Und ich habe Feuer mitgebracht. Was? Vicky, wo hast du denn so schnell das Feuer herbekommen? Naja, ich bin mal schnell nach Grönland geflitzt und habe Tabaluga gebeten, diese Fackel anzuzünden. Oh, was für eine brillante Idee. Einen Applaus für Vicky. Oh, danke schön. Ihr seid alle so nett. Vicky, dann kannst du jetzt die Kerzen anzünden. Okay, das mache ich gerne. Eins, zwei,
Kerzen brennen. Zum Glück. Unsere Torte ist endlich fertig und unsere Kerzen brennen. Dann kann unser Fest jetzt richtig beginnen. Wollt ihr was mit uns singen? Zum Geburtstag viel Glück und alle! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Holiday Park, zum Geburtstag viel Glück. Hip hip? Hip hip? Hip hip hip! Hurra! Hip 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 hip! Hurra! Wisst ihr was? Dann ist es jetzt endlich Zeit für unsere Geschenke. Ich beginne. Ich habe nämlich ein Geschenk mitgebracht für Maya. Oh, danke schön, Kiki. Und ich habe ein Geschenk für Vicky. Wow! Ich danke dir, Maya. Auf dem Kärtchen, das ich gezogen habe, stand der Name von Heidi. Oh, wie schön. Vielen, vielen Dank, Vicky. Du bist so lieb. Und ich habe ein Geschenk für Flip. Dankeschön, Heidi. Bitte schön, Flip. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Das ist spannend. Wollen wir unsere Geschenke jetzt öffnen? Oh ja, natürlich. Das hier ist für dich, Kiki. Oh, wirklich? Oh. Vielen Dank, Flip. Jetzt, wo wir alle unsere Geschenke haben, könnten wir sie doch gleichzeitig öffnen. Zählt ihr noch mal mit? Eins, zwei, drei. Wow, eine Geburtstagskrone. Was? Hattet ihr alle eine Krone in euren Päckchen? Oh Maya, Krone und Hut. Wow. Du bist heute aber auch beladen. Ha, naja, kann man nichts machen. Man bekommt, was man bekommt. Sag mal her, Vicky. Super aus. Ha, haben wir uns alle dasselbe geschenkt. Aber auch für euch haben wir noch etwas vorbereitet. Speziell für diesen Geburtstag singen wir jetzt unseren Holiday Park Geburtstagssong. Macht ihr nochmal alle mit? Die Hände! Seit 45 Jahren schon sprach sich hier eine Tradition. Die besten Abenteuer weit und breit. Willkommen zur Geburtstagsshow. Wir tanzen alle und sind froh. Zusammen haben wir die beste Zeit. Machen wir, dass Maya wieder sieht. Und dann pusten wir alle zusammen unsere Kerzen aus und wünschen uns was. Macht ihr alle mit? Sehr gut. Okay, wir zählen wieder bis drei, holen ganz tief Luft. Und dann pusten wir so fest wir können. Eins, zwei, drei. Super gemacht! Die Holiday Park Geburtstagsshow mit einer blinden Maya. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart und so kräftig mit uns mitgefeiert habt. Besucht uns doch mal wieder. Viel Spaß noch und bis bald. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Freunde.
Kommt mich doch mal besuchen auf der Blumenwiese. Noch viel Spaß im Holiday Park. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielen Dank für euren Besuch. Tschüss, bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.